Ich mache mir wirklich Sorgen um alle Frauen, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind, den Mut haben, zur Polizei zu gehen. Wenn das Schule macht, was diese Richterin ja heute verkündet hat, dann habe ich auch heute gesagt, da heißt es gute Nacht für alle Strafanzeigen. Lisa hatte einerseits damit gerechnet, weil ich vorher gesagt habe, die Richterin wirkt sehr einseitig und wird uns höchstwahrscheinlich verurteilen. Trotzdem hatten wir die Hoffnung, weil es halt eben noch zwei andere Frauen gab, denen fast das Gleiche passiert ist, und das kann ja kein Zufall sein, dass die Richterin umschwenkt und noch freispricht. Leider ist das nicht passiert und sie war schon sehr emotional und hat mir auch gesagt, sie möchte unbedingt dagegen ankämpfen, muss aber erstmal wieder ein bisschen zu Kräften kommen, weil das Verfahren hier hat sie schon sehr mitgenommen. Das wäre meine letzte Frage gewesen. Wie geht es jetzt weiter? Was wollen Sie, welchen weiteren Schritten wollen Sie einleiten? Wir legen jetzt auf jeden Fall Berufung ein. Das heißt, es geht zum Landgericht, eine Instanz höher. Und dort fängt es im Prinzip wieder bei Null an. Alle Zeugen werden nochmal gehört, der Sachverständige. Ja, und dann wird dort ein anderes Gericht entscheiden, ob es tatsächlich eine Falschverdächtigung ist oder auch nicht. Vielen Dank.